Bitcoin und andere Kryptowährungen bei Trade Republic kaufen. Herzlich willkommen zum Video. Und zwar habe ich gerade eine E-Mail von meinem Partner Trade Republic erhalten und jetzt gibt es ein neues Update. Und zwar, man kann ab jetzt bei Trade Republic Kryptowährungen kaufen. Was es mit dem Ganzen genau auf sich hat, schauen wir uns jetzt einmal an. So, und zwar sehen wir hier nochmal die Nachricht von heute, ganz aktuell. Liebe Partner, wir freuen uns, dir die folgende Erweiterung unseres Produktangebots verkünden zu dürfen, die nicht nur für Trade Republic, sondern auch für deine Zielgruppe einen großen Mehrwert schafft. Ab sofort steht dir die Investition in vier der wichtigsten Kryptos über Trade Republic in der App offen, rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche. Trade Republic ist damit einer der ersten europäischen Broker mit einer deutschen Banklizenz, der den Handel von Aktien, ETFs, Derivaten und Kryptos aus einer Hand anbietet. Was lässt sich handeln? Zum Start werden folgende Kryptos angeboten. Also das heißt, hier, wenn hier schon steht, zum Start, also es werden wahrscheinlich noch weitere folgen. Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash. Der Handel funktioniert gewohnt übersichtlich. Du kannst die gewünschte Währung über die Suchfunktion der App aufrufen und mit 3 Tabs investieren. Deine Kryptos fügen sich dann übersichtlich in das Depot neben Aktien, ETFs, Sparplänen oder Derivaten ein. Darüber hinaus ist auch die Investition in Kryptos provisionsfrei mit kontrollierten Spreads. Es fällt nur 1 Euro Fremdkostenpauschale pro Transaktion an. Übrigens, jeder, der noch kein Trade Republic hat, sollte sich das spätestens jetzt zulegen. Ist komplett kostenlos. Link dazu in der Videobeschreibung. So, und jetzt werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Kursentwicklung von Bitcoin, Ethereum und Co. So, und wir starten natürlich mit dem Klassiker. Bitcoin hat sich natürlich extrem stark entwickelt. Beispielsweise hier vor knapp einem Jahr bei ungefähr 8.000 Euro und jetzt bei ja, fast 45.000 Euro. Es war sogar teilweise schon bei über 50.000 Euro, aber da sieht man mal, was man hier für ein Potenzial hat. Ähnlich sieht es aus bei Ethereum, und zwar dort war der Kurs vor einem Jahr ungefähr bei 200 Euro und jetzt bei 2.290 Euro. Und nochmal Litecoin, hier hatten wir vor einem Jahr ungefähr 44 bis 40 Euro und jetzt auch über 214 Euro. Also eine sehr starke Entwicklung. Und ja, wenn ihr wie gesagt komplett provisionsfrei hier in Kryptowährungen investieren wollt, schaut euch da gerne Trade Republic an. Link dazu in der Videobeschreibung. Und ja, dann hoffe ich, dieses Video konnte euch weiterhelfen. Abonniert gerne für mehr. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss.